Grüße gehen raus an Johannes Niedorf. Wenn man sich die Welt so anschaut, nicht nur heute, auch damals schon und auch an anderen Orten der Welt, wird man schnell merken, dass Körpermodifikationen wie etwa Tätowierungen und Piercings nicht nur hier alltäglich sind. Doch bei den folgenden 10 Körperschmuckritualen handelt es sich um Vorgänge, die in der Tat so etwas wie verrückt sind. Ohrendehnen. Das Dehnen von Ohren ist etwas, das man heutzutage noch weltweit vorfindet. Stammeskulturen haben dies nicht nur als Symbol der Schönheit getan und als Ritual zum Erwachsenwerden, sondern auch aus religiösen Gründen. Durch das Dehnen der Ohrlöcher soll Hexerei und das Böse abgewendet werden. Lippendehnen. Eine der ältesten Körperpraktiken ist das Dehnen von Lippen, das sogar schon etwa 9000 vor Christus angewendet wurde. In vielen Teilen der Welt wurde es durchgeführt und sogar noch heute wird es in Äthiopien von dem Mursi-Stamm praktiziert. Mit etwa 13 bekommen die Mädchen des Stammes ein Piercing in die untere Lippe und füllen das entstandene Loch mit einem kleinen Stück Holz. Dieses wird dann durch ein immer größeres ausgetauscht, bis am Ende ein relativ großer Lehmteller seinen Platz einnimmt. Viktorianisches Korsett. Das Korsett aus der viktorianischen Zeit ist wohl die bekannteste Art, seinen Körper in Anführungsstrichen zu verschönern. Hierbei wurde der gesamte Torso einer Frau sehr eng geschnürt, um die Taille einzudrücken und die Form einer Sanduhr zu schaffen. Diese Praxis hat die Form des Brustkorbes verändert, die Luftzufuhr erschwert und das Risiko erhöht, Probleme mit Leber, Herz und Lunge zu bekommen. Selbst heute noch werden Korsetts und enge Schnürungen getragen, auch wenn sie nicht mehr ganz so beliebt sind wie früher. Nasenstöpsel. So ein Stöpsel in der Nase sieht echt nicht schön aus, wenn man vom westlichen Schönheitsideal ausgeht, oder? Genau das ist auch der Grund, warum die Frauen des Apatani-Stammes in Indien das machen. Sie wollen unattraktiver aussehen. Es war nämlich so, dass sie Angst davor hatten, von Männern anderer Stämme entführt und missbraucht zu werden. Sie dachten, dass es ihnen mehr Schutz bieten würde, wenn sie unansehnlicher aussehen würden. Narben hinzufügen. Bei uns möchte man Narben eher entfernen, statt sie sich absichtlich zuzufügen. Aber viele afrikanische Stämme tragen ihre Narben mit Stolz. Der Dinka-Stamm des Südsudans vernarbt sich sogar im Gesicht. Den Mädchen werden zur Verschönerung Muster ins Gesicht geritzt, den Jungen 3 Linien, was für ihre Männlichkeit stehen soll. Die Vernarbungsrituale bei einigen Stämmen in Papua-Neuguinea dauern sogar mehrere Wochen. Die Ärzte ritzen dabei Muster von Alligatorschuppen in die Rücken junger Männer. Der Alligator frisst symbolisch die Kindheit, so dass aus ihr ein stammesbeschützender Mann erwachsen kann. Zähne schärfen. In verschiedenen Kulturen ist es Brauch, sich die Zähne zu schärfen. Die Mayas zum Beispiel haben sie sich nicht nur geschärft, sondern sogar richtige Muster reingeritzt. So konnten sie symbolisieren, welchen Stand sie innerhalb einer Gruppe hatten. Für die Mentawai in Indonesien war das Schärfen der Zähne einfach ein Schönheitsmerkmal, wie bei uns etwa Ohrringe. Je schmaler und schärfer die Zähne, desto hübscher war die Frau. Hals strecken. Im Kayan-Stamm in Myanmar strecken sich die Menschen ihren Hals. Man beginnt damit schon im Alter von 5 Jahren, indem man sich fast 2 Kilo schwere Spiralen um den Hals legt. Nach und nach werden weitere Spiralen nachgelegt, bis man bei 25 Stück angelangt ist. Damit soll der Hals so in die Länge gezogen werden, dass der Kopf weiter in die Höhe ragt. In Wirklichkeit aber drückt das Gewicht von fast 50 Kilo das Schlüsselbein und die Schultern herunter. Die Frauen des Stammes sagen, dass sich die Spiralen für sie wie ein weiterer Teil ihres Körpers anfühlen. Es gibt mehrere Theorien darüber, warum das überhaupt gemacht wird. Eventuell möchte man einem Drachen ähnlich sehen. Dies sind nämlich im Volk der Kayan kulturell sehr wichtige Geschöpfe. Füße binden. Mehrere tausend Jahre lang wurden chinesischen Mädchen ihre Füße eng mit Bandagen umwickelt, um deren Wachstum zu hemmen. Das sorgte dafür, dass die Füße zusammengeschrumpft sind, was die Illusion von kleineren und attraktiveren Füßen geschaffen hat. Im Grunde waren sie jedoch deformiert und verkrüppelt. Kleinere Füße drückten darüber hinaus auch einen höheren sozialen Status und größeren Reichtum aus. Frauen, die ihre Füße nicht zum Arbeiten benötigten, wurden als Teil einer wohlhabenden Familie angesehen. Im 20. Jahrhundert wurde das Fußbinden in China abgeschafft, aber es gibt immer noch zahlreiche ältere Frauen, die unter den Folgen dieses schmerzvollen Rituals leiden. Schädel verlängern. Das Verlängern von Schädel reicht etwa 40.000 bis 50.000 Jahre in die Vergangenheit und wurde von vielen antiken Kulturen durchgeführt. Ausgrabungen von Schädeln aus verschiedenen Regionen der Erde lassen darauf schließen, dass diese Praxis schon bei Kleinkindern begonnen wurde, als die Schädel noch relativ weich und nicht vollständig ausgeformt waren.
Es wurden Tücher und manchmal auch Bretter benutzt, um den Kopf nach oben und hinten so zu verformen, dass er länger erscheint. Es wird angenommen, dass ein längerer Schädel von einem höheren sozialen Stand in der Gesellschaft zeugt und sich an den Vorstellungen des Aussehens ihrer Götter orientierte. Das wiederum führte dazu, dass viele annehmen, diese Kulturen hätten früher Kontakt zu Außerirdischen gehabt. Brüste bügeln. Dies ist in dieser Liste das mit Abstand grausamste und schmerzvollste Ritual. In Kamerun hat man tatsächlich mit heißen Stößeln und Spachteln die Brüste junger Frauen gebügelt, damit das Fett schmilzt und die Brüste flacher werden. Vor der Pubertät im Alter von 7 oder 8 Jahren wurden Mädchen sehr eng bandagiert, damit die Brust flach bleibt. Auch andere Körperregionen, die sich pubertätsbedingt veränderten, wurden so behandelt, dass die Frauen unattraktiver für Männer sind und sich so mehr auf ihre Schule konzentrieren. Wie man sich denken kann, sorgte dieses Vorgehen für schwerwiegende körperliche Schäden und kann unter anderem Zysten, Brustkrebs und Probleme beim Stillen verursachen. Welches fandet ihr am schlimmsten? Oder gibt es vielleicht sogar eins, das ihr selber ausprobieren würdet? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin neugierig, was ihr darüber denkt.